die Schnellstraße E40, wenige Kilometer westlich von Kiew. Eine ukrainische Überwachungsdrohne filmt eine Tankstelle. Direkt daneben eine russische Panzerstellung. Es ist der 7. März 2022 gegen 14 Uhr. Einige private Autos sind unterwegs Richtung Innenstadt. Die ersten Fahrer bemerken offenbar die Panzer. Dann geschieht Schreckliches. Eine Zivilperson steigt aus dem Auto mit erhobenen Händen und wird erschossen. Die Täter, offenbar russische Soldaten. Zu erkennen sind sie an ihren weißen Bändern, an der Uniform. Das Video wurde frontal über einen anonymen Kontakt zugespielt. Um es zu überprüfen, suchen wir den Drohnenpiloten. Wir finden ihn in einem Kiewer Keller. Zanosa ist Freiwilliger in der ukrainischen Armee und schildert, was er mit seiner Drohne aufgenommen hat. Der Fahrer stieg aus dem Auto aus, hob die Hände hoch und wurde einfach erschossen von russischen Soldaten. Wir können Ort und Uhrzeit der Aufnahmen überprüfen und weitere Drohnenbilder sichten. Offenbar handelt es sich dabei um Kriegsverbrechen. Es ist ein Zivilist erschossen worden. Seine Frau und möglicherweise seine Tochter oder sein Sohn, man sieht es nicht so richtig auf dem Video, welches Geschlecht, wurden dann von russischen Soldaten weggeführt. Die Bilder vom 7. März belegen, Putins Behauptung, seine sogenannte Spezialoperation würde keine Zivilisten treffen, ist nichts weiter als eine Lüge.